Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich war heute unterwegs. Ich bin extra Richtung Unterallgäu gefahren. Da habe ich, ich komme ursprünglich aus Ulm, Ulmer Gegend, und bin extra ins Unterallgäu gefahren heute, nur um einen Laser X Pro zu kaufen. Ja, weil der Laser X Pro, ihr wisst ja, wird nicht mehr gebaut und das ist ein nagelneuer Laser X Pro. Kupplungsfedern sind auch noch drinne. Das nagelneu, Gewichte sind dabei, Schrauben, na klar. Und natürlich der Laser X Pro nagelneu, unbenutzt. Und ich habe 120 € gezahlt. Ein klasse Auspuff für den Aerox. Ja, wir sehen können, dass die Drossel noch dran ist. Bin ich mal am Überlegen, ob ich die Drossel erstmal mit der Drossel probieren werde. Weil der mit Drossel, der Laser mit Drossel anscheinend auch schon ein bisschen Wumms hat. Aber wenn die Drossel draußen ist, soll ja richtig heftig gehen. Na gut, so geil befestigt ist die Drossel, das ist wirklich, ne? Die kann man ja fast rausschlagen. Ja. Jo. Laser X Pro. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich habe schon überlegt, ob ich mir den Stage 6 Pro Replica kaufen sollte oder den Laser. Aber Stage 6 Pro Replica soll auf dem Aerox oben raus heftig gehen. Oder auf dem 70er soll es allgemein viel besser gehen. Aber auch im 50er soll der Laser am besten gehen. Vor allem untenrum soll das Ding dann richtig anschieben. Und es ist mir wichtig, dass das Ding untenrum schiebt. Und ja, und hat einen netten Sound. Einen nagelneuen Laser noch zu finden. War jetzt, bin jetzt, was bin ich gefahren heute? 80 Kilometer hin und zurück. Kleine Tour, war eine schöne Gegend da hinten. Aber ja. Ich wollte den haben unbedingt, dann habe ich mir geholt und bin auch irgendwie glücklich. Das Geld war es mir auf jeden Fall wert. Laser, wie gesagt, X Pro wird nicht mehr gebaut. Hammer, nagelneu. Würde mich aber interessieren, wie der mit Drossel fährt. Ganz ehrlich, ja, ich weiß nicht, ob ich es rausschlagen soll, die Drossel oder nicht.